Ja. Kurz nachdenken. Wir haben einen Staat jetzt. Ach du Scheiße, jetzt sehe ich das ja auch. Wir haben einen Staat annektiert. Börsenkurse haben sich aber trotzdem versiebenfacht. Verstehe, wer will. Ja. Speichern mal jetzt kurz auf jeden Fall. Und mehr, also wir brauchen jetzt gleich den Spielstand vor dem Krieg gegen Kenia. Mhm. Wir brauchen den jetzigen und wir brauchen den jetzigen Spielstand. Du dir auf jeden Fall da zwei getrennte jetzt hast. Okay. So, dann erst nochmal zusammen zum Gedanken zusammenfassen. Wir haben einen Staat annektiert, der eine Fläche hat, ungefähr von unserer Größe. Heißt Verdopplung des Staatsgebietes. Deutlicher Sprung in den Einwohnerzahlen. Dieser Staat dürfte wirtschaftlich nicht bedeutend gut stehen, dürfte aber auch nicht so extrem sein, dass wir jetzt plötzlich Einbußen haben in Höhe von 80%. Eine Wirtschaftsschrumpfung von 80% kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, das ergibt überhaupt also, keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, richtig. Nee. So. Das heißt, also entweder wir haben es mit dem Spielblatt zu tun. Die oder Annexion hätte uns... Mir fehlt in meiner Schlusskette jetzt, also, ja. Worauf ich zu schließen habe, irgendwas Wichtiges. Die Annexion hätte uns ja eigentlich gut tun müssen. Ich meine, das Land war reicher als wir. Stattdessen ist die Wirtschaft jetzt um 88% gesunken. Das heißt, ist um 88% niedriger als vor der Annexion. Das heißt... Vor allem, hier, warte mal, ich sehe gerade das BIP, ne? Also BIP, wir sind geschrumpft mit unserem BIP von 160 Milliarden auf 35 Milliarden. Ja. Durch eine Annexion. Durch eine Vergrößerung des Landes. Ja, das geht nicht. Ja. Wir müssen es hier mit dem Bug zu tun haben. So, jetzt pass mal auf. Lass das nochmal einen Tag laufen oder zwei. Okay. Und was zu also tun, oder wie? Wir werden höchstwahrscheinlich gleich hingerichtet werden. Gut. Dann lädst du den Spielstand nochmal. Dann lässt du den Spielstand nochmal vor dem Krieg wissen. Also, ich soll mich jetzt absetzen lassen, oder wie? Ohne was zu tun. Ja, also vielleicht wenn du jetzt nichts tust, dann wenn es ein Bug ist, werden wir entweder abgesetzt oder er müsste sich gleich von selbst berichtigen. Also nach meiner Erfahrung ist, wenn man länger als einen Tag 0% Beliebtheit hat, dann ist man dran. Abgesetzt. Gut, also du kannst meinetwegen auch jetzt gerne noch ein paar Hochschulen bauen, aber ich glaube, das ging ja nicht. Also von daher ist gar nicht anders übrig. Ich kann es nochmal versuchen. So, was hast du da jetzt uns zu melden noch? Irgendwelche Berichte, die jetzt reingeflattert sind. So, abgesetzt. Gut, ja, war immer zu rechnen. Ja, hallo? Gut, wir brauchen den Spielstand. Ich bin auf dem Marktplatz. Es ist soweit. Ja, was haben wir für Möglichkeiten? Wir können den Spielstand jetzt vor der Annexion nehmen. Ja. Allem, was sie ihnen aufgezwungen haben, war das zu erwarten, oder? Ich weiß gar nicht, also wir gucken uns gleich mal, bevor wir gleich da einfallen, gucken uns mal deren Zahlen. Ich würde es an ihrer Stelle genauso machen. Ach was, ich bin einer von jetzt läuft immer noch dieses Telefongespräch im Hintergrund, obwohl ich den Spielstand schon geladen habe. Ja, dann lass uns zu Ende plappern. Oh Gott, und die Kommentarliste. Sowjet Twink Boy. Alles klar, habe ich noch nicht gesehen, den Typen. Guten Tag. Wie wäre wohl ein guter Shipping-Name für Trump x Putin? Trutin. Oder Pump. Ja, genau, Trutin schreibt auch in Christoph Phoenix. Bundesliga AD, na, das ist nicht auf Russisches, sondern verstößt man gegen russisches Recht. Bundesliga HD sagt dann noch, also Grüne Arzt sagt, hahaha. Bundesliga HD oder Putin. Oh Gott, kann ich ja aussprechen. Sorry. Tut mir leid. Ja, kann ich nicht aussprechen. Ich hätte jetzt gesagt Pump. Pump klingt gut. Ja. In Costa Phoenix. Trutin sieht und hört sich meiner Meinung nach aber am besten an. Jerome sagt 0,9 gleich 3 plus 8 Punkte. Ach so, ich habe jetzt in Noten gerechnet. Ja gut, das ist dann wieder im normalen menschlichen Bereich. Danke. Grüne 8, verärgert über Kenia, ich auch. Und Philipp. Und Bhutan ist auch ganz toll. Man kann ja ganz kleine Länder erobern, Indien und China zum Beispiel. Ja. So, dann gucken wir jetzt mal eben nochmal nach Kenia. Was haben die für Zahlen vorzulegen? Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass wir mal einen Monat warten, sodass dann die Annexion dann so kurz vor Neujahr ist.
Also hier sind die Zahlen, 222,5 Milliarden BIP, 54 Millionen Einwohner, Staatsdefizit von 0,49, also die haben einen ausgeglichenen Haushalt. Verschuldung von 25%. Verschuldung von 25%, ja gut, das... Warte mal, das kann natürlich sein. Deren Staatsverschuldung, die könnte natürlich unseren finanziellen Rahmen natürlich erheblich sprengen, oder? Wir nehmen doch, übernehmen doch auch die Wirtschaft von denen, auch das Geld von denen. Und es müsste ja, uns doch eigentlich egal sein. Das, ja, nicht direkt. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das gerechnet wird, aber wenn wir die annektieren, müssten wir auch jetzt in den ersten paar Monaten auf jeden Fall ja ihre, auch sozusagen ihre Schulden in der hohen Summe decken. Mhm. Die Staatsverschuldung. Also sozusagen, dass wir zurückzahlen müssen. Mit Djibouti, das konnte natürlich vielleicht noch klar gehen, weil das Land so klein ist. Mhm. Dass wir das da auf jeden Fall brappen konnten. Wenn wir jetzt Kenia annektieren, die natürlich uns finanziell einigermaßen überlegen sind und genau dann so knapp das 20-fache von denen haben, was wir haben, und wir dann deren Schulden decken müssen in Form auch des 20-fachen, also 20% ihres Staatshaushaltes, was unser Rahmen dann um fast relativ genau 100% entspricht, also sozusagen ihre Staatsschulden so viel betragen wie unser BIP, wir deswegen dann sozusagen mit unserem Überschuss einmal 100% ins Minus rutschen. Verstehst du? Hm. Nun ja. Also, der Rechnung nach ist es logisch. Okay. Weil daher kommt, dann passt das auch mit den Minus, keine Ahnung, was hat man jetzt, 70% oder so. Na gut, das wenn das so hier. Ist, ja. Das ist natürlich blöd. Hm. Kann man eigentlich gar nichts machen. Ja, das können wir natürlich knicken mit Kenia, weil das kriegen wir finanziell überhaupt nicht gestemmt. Also, das heißt, wir können nur reichere Länder überfallen, die keine Schulden haben. Ja, welche sind das dann, bitteschön? Katar. Ja, wahrscheinlich. Nehmen wir an, die haben keine Schulden. Nein, wir können auch Länder überfallen, die Schulden haben, aber dann muss deren BIP kleiner sein als unseres. Erheblich kleiner. Ja, Katar hat keine Schulden. Okay, ja gut, was wir jetzt machen können, ist dann, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es dann mit Teilgebieten von Äthiopien aussieht. Wenn wir nur so ein Teilgebiet nehmen, ist das natürlich deutlich weniger schlimm, als wenn wir uns da jetzt an so einen 50 Millionen Einwohner-Staat vergreifen. Mhm. Das heißt, wir können das mal versuchen. Ich fand es ja interessant, dass, wie gesagt, Kenia kein Ultimatum gestellt hat. Die sind nicht zu den UN gegangen. Ja, das stimmt. Fand ich auch interessant. Aber, also, wie ist das jetzt für so nennenswert? Also, ich weiß es nicht. Also, ich gehe einfach nicht von einem Bug aus, weil für mich das so rechnerisch Sinn macht. Mhm. Das wäre halt... Philipp sagt gerade, da steht immer noch minus 88%. Nö. Was? Nö, da steht nichts von minus 88%. Ach so, klar, ja, da stand vorhin diese dämliche Anzeige, stand vorhin minus 88%. Wie sieht das bei uns jetzt aus? Also du hast jetzt da ganz normal den Überschuss stehen, Fragezeichen? Ja, also es sieht alles ganz normal aus, 90% Überschuss. 90% Überschuss, gut, dann machen wir mal ein paar Tage weiter. 9,98% Wachstum. Ja gut, dann machen wir ein paar Tage weiter. Mhm. Ob sich jetzt hier irgendwas ändert, dürfte aber eigentlich nicht. Ansonsten müsste man dann diese minus 88 dann sozusagen auf unsere 90% überrechnen. Und Christoph Phoenix sagt, dann expandiert doch erstmal nach Arabien. Ich glaube, die haben auch Schulden. Wenn ich mich nicht irre, oder? Saudi-Arabien? Ich glaube, die haben auch Staatsverschuldung. Naja, nicht eigentlich. Viel, aber ein bisschen. Zumindest mein ursprünglicher Plan war ja eigentlich nicht in die Richtung zu gehen. Jemen zum Beispiel hat eine Verschuldung von 112% bei einem BIP von 92. Ja, das können wir vergessen. Ja. Also das war auch nur so eine grundsätzliche Frage. Ja gut, also mit den Finanzen ist auf jeden Fall gleich geblieben soweit, ne? Da kommt ja nichts Besonderes. Eigentlich schon, denke ich. Gut, okay, ja, dann hängt das wirklich damit zusammen, womit ich das ja auch, also wie ich das ja gerade auch ausgeführt habe, dass wir da das Problem haben. Oh, Jemen 70% Arbeitslosigkeit. Puh, das ist nicht schlecht. Da können sie immerhin Soldaten rekrutieren, vorausgesetzt sie haben Geld. Ja.
Die Feststellung. Wie sieht das aus mit unserer Inflation? Jetzt, bevor wir Krieg führen, also bevor wir uns da nochmal irgendwie wieder alles aussetzen. Ich mache mir immer Sorgen um meine Währung. Mhm. Und hat es 4,64%. 4,64. Tendenz? Steigend. Steigend. Wie viel Prozent Leitzins? 5. Hier sind 4,74. Inflation. Beobachten wir nochmal zum 1.1. Okay. Wenn das nochmal gestiegen sein sollte, dann rudern wir gegen. Dann ziehen wir Leitzins weiter an. Okay, das Problem, was wir haben, hat Dominik anscheinend auch schon gehabt, wie ich gerade lese. Mit dem BIP, das auf einmal stark abstürzt. Annexion, das BIP stark abstürzt, wusste nicht warum. Ja, wie gesagt, also es ist halt die Geschichte, die ich mir gerade zurechtgebastelt habe, also zumindest was das Defizit angeht. Und dass dann daher kommt, dass wir diese immense Schuldentilgung sozusagen aufnehmen müssen. Dass das BIP dann so kracht und die Wirtschaftsleistung so kracht, kann ich mir auch nicht erklären. Ja, was soll die Wirtschaft denn interessieren, wenn der Staat verschuldet ist? Genau, das verstehe ich nämlich auch nicht. Weil wir hängen ja nicht, also wenn wir ein kommunistischer Staat wäre, das ist die Nordkorea, hätte ich es ja verstanden. Mhm. So, wir sind ja fast komplett privatisiert. Ja, genau. Deswegen, also ich verstehe jetzt nicht, warum dann plötzlich jetzt das BIP dann jetzt um, keine Ahnung, was, also von Kenia oder so rund um die Hälfte geschrumpft sein soll. Ich meine, wir haben ja keine Städte oder so weggebombt. Ja, dieses Spiel wirft manchmal echt Fragen auf. Mhm. Wir können ja nochmal so am 10. Dezember nochmal einen Angriff starten. Vielleicht retten wir uns ja übers Neujahr und dann neutralisiert sich das dann irgendwie wieder vielleicht. Weil dann vielleicht das Geld reinkommt. Das würde, dein Gedanken würde wohl funktionieren, würde das BIP nicht einbrechen. Ansonsten hättest du recht. Aber so ist unser Überschuss ja erstmal so grundsätzlich so rund minus 70%. Und dann nehmen wir das sozusagen mit direkt ins neue Jahr rein. Mal abgesehen davon, dass wir sowieso innerhalb von 2 Tagen abgesetzt werden. Das heißt, unser Spielraum ist da so derart gering, das funktioniert gar nicht richtig. Also ich glaube, wir müssen die Annexion an den Haken hängen. Das wird, glaube ich, nichts. Nicht bevor wir nicht, keine Ahnung, BIP von grob 300 Milliarden haben. Schade. Dominik sagt auch, meine Erklärung ist plausibel. Ja, also ich habe sie zumindest so zurechtgezimmert, dass sie es so zu sein scheint. Naja, wobei das halt der Zusammenbruch der Wirtschaft irgendwie keinen Sinn ergibt. Ja, den Zusammenbruch der Wirtschaft kann ich mir auch nicht erklären. Also das ist für mich auch reine Hexerei. Weil und es ist ja nicht so, dass unsere Politik da ja jetzt irgendwie verantwortlich wäre. Ich meine, bei uns steigt ja das BIP sogar. Also es ist jetzt nichts, was wir jetzt da so hinderlich dran machen würden. Ja, gut, dann warten wir jetzt noch bis zum 1.1., dann gucke ich nochmal nach Inflation und dann müssen wir uns dann vielleicht doch Blick Richtung Äthiopien wenden. Genau. Vielleicht verzichten die ja auch auf die UN. Mhm. Dann hätten wir alle Zeit der Welt. Ja, genau, das ist ja das, was ja das Problem daran sein wird. Wir kriegen den Krieg machen wir eben ja nicht schneller, weil wir genau in die genauen Städte einmarschieren müssen. Dass wir genau diese eine Provinz dort kriegen. Philipp fragt gerade nach dem Dschungelcamp, aber ich muss dazu sagen, ich habe davon keine Ahnung. Ich kann dazu leider nichts sagen. Also ich habe es nicht angesehen, ich habe nur immer meine Bild-Zeitung, da komme ich ja nicht drum herum, dass ich da mal zwischendurch kurz lese, was Sache ist. Also tatsächlich Dschungelcamp habe ich dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr nicht verfolgt, nicht aktiv. Letztes Jahr habe ich einfach mal wieder reingeblickt, aber ich fand jetzt auch die Kandidaten wirklich nicht so berauschend, dass ich da jetzt hätte was machen müssen. Also, wenn ich so überlege, ich glaube, bis auf Icke Häsler kenne ich ja niemanden. Doch, diesen komischen Markus kann ich noch und wie. Achso, genau, Markus Majowski, natürlich. Und diesen Auswanderer da, den ich. Wie ist der Jens? Keine Ahnung. Also vom Sehen so aus dem Fernsehen. Ich glaube, diese zwei waren jetzt die einzigen, die ich kenne. Also, Icke Häsler und Markus Majowski. Gina Lisa, die kennt man natürlich auch noch. Ich nicht. Ein Riesentheater.
Hast du nicht dieses Riesentheater um diese Vergewaltigungsprozesse mitbekommen? Hab ich ignoriert. Hast du ignoriert, das so? Ja. Ja, gut, das war, also das war so Riesenwellen geschlagen. Solche Sachen ignoriere ich eigentlich immer. Mhm. Und Dominik schreibt noch, vielleicht war es auch ein Bug, aber ich hatte es auch schon da. Ja, genau, also ich gehe bezüglich des BIP-Einbruchs. Mhm. Also ich gehe auch davon ein bisschen aus. Leise. Achso, tut mir leid. Ja, ich gehe auch davon aus, dass es irgendwie so ein Bug sein muss, keine Ahnung. Dann Phoenix sagt, ich hätte lieber Hanka gesehen als Königin, aber der Ami ist auch okay, der kann ja. Was? Ist auch okay, denn der kann ja als Trump-Wähler was auch sagen: Make the Jungle Great Again. Achso, hab's kapiert. Tut mir leid, ich muss das im Zusammenhang erkennen. Ich wollte jetzt gerade die Soldaten auf den Demonstranten losschicken, aber ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Also hier kommst du damit doch durch, in Deutschland würde ich das nicht machen. Ja, wahrscheinlich. Ich habe heute auch so einen scheiß Spruch gesehen von wegen Make America Great Again. Was zur Hölle soll das? In Germany heißt es irgendwie anders. Mist, vergessen. Scheißdreck. Gab's auch einen Spruch. Ah, Mist, Gedankenlücke. Nee, ist weg. Sorry. Schade. Ich reiche den nach, wenn ich den nochmal wieder finde. Gut. Boah, diese Lehrer nerven echt. Klar, kannst du die Organisation verbieten. Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber das wäre mal ein Versuch wert. Zumindest stressende Ideen, ja. Müsste ja funktionieren. Geht dann zur Terrorgesellschaft. Ja, genau. Und damit hast du ja schon Erfahrung gesammelt. Ja. In Deutschland. Ja, und in Nordkorea auch. Da, muss man ewig durchscrollen, wenn man da mal was, eine Nachricht kriegt oder so, bis man die Organisation findet. Ja, weiß nicht, aber bei uns sind es jetzt nur die Lehrer, die da unseren Aufstand machen, ne? Also sollten wir vielleicht tatsächlich mal drüber nachdenken. Als Gedanke. Ich war jetzt gerade beschäftigt. Als Gedanke. Moment, was? Ja. Also wir sollten da mal drüber nachdenken, weil, also ich meine, die machen jetzt ja echt Dauerstress. Achso, du meinst die Lehrer? Ja. Ja, ich weiß auch nicht, also, was die erwarten. Wir bauen doch ständig aus. Ja, eben. Obwohl, wir sind jetzt vom Platzmangel an Grundschulen gewechselt auf Platzmangel an Sekundärstufe, also auf der Sekundärstufe. Ja, okay, das ist ein Fortschritt, ein kleiner. Ja. Hält sich zwar so ein bisschen in Grenzen, aber ist okay. Aber es hat schon mal auf jeden Fall ein bisschen was getan. So, endlich sind die weg. Ja. Ja. Das hat sogar gedauert. Jo. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ja.